Allerweise, es geht auswärts gegen den FC Zürich. Man hat zuletzt, in Anführungs- und Schlusszeichen, nur einen Punkt in zwei Heimspielen können ergattern. Mit welcher Zielsetzung fahrt man in die Limmatstadt? Ja, es war sicher zu wenig, dass wir nur einen Punkt holen können in den zwei Heimspielen, die wir hatten. Jetzt ist ein Auswärtsspiel an der Reihe. Wir wissen, Zürich war das Jahr noch nicht so extrem stark in den Heimspielen gewesen, und darum sind unsere Chancen sicher nicht schlecht, dass wir auswärts 3 Jahre einfahren können. Wieso ist Zürich so ein komisches und schweres Pflaster für Luzern? Schwierig zu sagen. Ich glaube, sie sind ein extrem gutes Team, ein ausgeglichenes Team. Obwohl, ich muss sagen, ich sehe die Stärke in ihnen eher in der Offensive als in der Defensive. Wenn wir in der Defensive gut stehen, werden wir sicher die Chance haben, einen oder anderen Goal können zu erzielen. Wie fühlst du dich persönlich? Du bist in der Mannschaft drin, trägst das Captain-Bändchen zusammen. Wie hast du die Entwicklung in den letzten Monaten verfolgt von dir? Ja, ist natürlich nicht einfach gewesen am Anfang. Länger auf der Bank gewesen, nicht viele Einsatzzeiten gehabt. Und, obwohl nachher im Cup immer 90 Minuten spielen konnte, das hat sicher gut getan. Jetzt habe ich natürlich schon gemerkt, dass ich noch nicht in dem Rhythmus drin bin, den ich mir erhofft habe. Und ja, ich hoffe, dass ich möglichst schnell wieder zu der alten Form finde.